Okay. Go. Ja, auf Crouch zu spielen wäre irgendwie zu doof, Loni. Ich meine, das sehe ich auch ein. Das ist total logisch. Das ist schon nicht wahr. Der Winkel war spitz, aber den hätte man wirklich machen können jetzt. Der war machbar. Aber wirklich. Hört auf, mich so anzuwidern, so tun, als könntet ihr was. Das ist ja gelungen. Ja. Yes. Und jetzt geht's los. Duckeloni zeigt dir, wo der Hammer hängt. Hammer hängt. Und so, schönes Tor. Also man muss sagen, sie waren sehr kreativ. Was vor allem so Tore oder Spielfelder angeht. Challenges, okay, es sind eigentlich immer die gleichen, aber besser als nur eine Challenge zu haben oder so ein Scheiß. Oder jedes Mal einfach bis 5 zu spielen, das ist ja auch schön. Aber die Challenge-Idee und so, die Tore, die Stadien, die Ideen, außer das Ding, dieses Italien-Spielfeld, das ist scheiße. Aber alle anderen Credits, Props, Digga. Nicht mit B, sondern mit P, Props. Not problems, man, not problems. So, Flank. Und ja, Peter Crouch, jetzt zeigt er mal, wo seine Stärken liegen. Nämlich sich im sich aufstützen und Kopfbälle machen. Der alte 2-Meter-Hühne. Genau, das war wichtig. Das war wichtig, Junge, fick dich bitte einmal richtig hart. Das ist auch so ein Reim, man kann drüber diskutieren. Wichtig auf richtig. Ja, ich denke, das ist nicht so gut. Ja, komm schon. Aber immerhin war schön abgelegt. Nicht einfach blind Flank oder so. Einfach mal drauf. Einfach mal drauf. Peter, bitte. Meine Nase juckt wieder. Also ich schneide mir die echt irgendwann ab. Ich habe für FIFA 14 gedroht und ich mach das bald. Widerlich. So. Ja, komm. Peter zeigt dir, wie es geht. Wie es läuft. Von wegen. Ah, das war's mir wert. Ball verloren, egal. Nase, fick dich. So, jetzt Jakubu. Oh ja, oh, was ein Tor. Das war's ja wert. Schönes Tor. Bei dem Ball war zum Beispiel 100%ig klar, der geht rein. Mein Spieler steht auf der Linie, der Keeper macht gegen Flanken sehr selten was. Beziehungsweise eigentlich nie. Und deswegen war klar, der ist drin. Das sind die schönsten Tore, wenn man weiß, oh ja, ihr seid gerade gefickt worden. Und Peter Crouch, man, Peter Crouch, please. Do your thing, man. Na, okay, wenn die Flanke ankommt, sagen wir so, dann schon, aber... Nein, nicht ganz. Aber cool Story, Bro, Rap braucht nicht so dringend wie die frohen Kinder deiner Audio. Was soll das denn? Hallo, was soll das? Nein! Do it, ich bin am Arsch. Do it my ass, man. Ach, komm schon. Nur weil ich wieder den Keeper berühre, das ist lächerlich. Junge, das ist lächerlich. Ja, Peter, jetzt bitte. So, Loni vor. Ja, man kann auch drauf schießen, aber das wäre irgendwie dumm. Jakubu oder was? Das wäre dämlich. Verstehe ich. Klar, muss man nicht. Mist. I feel you, man. I feel you. Wenn ich jetzt noch Tee trinken würde, ne, dann wäre es die britischste Folge aller Zeiten. Die britischste Aufnahme aller Zeiten. Ja, oder? So, können wir jetzt bitte mal weiterspielen? Also, es kann doch nicht dauernd 0-3 stehen. Was für ein Rotz geht denn hier ab? Immerhin hält mein Keeper jetzt mal was. Hat er gerade zu Genüge nicht getan. Okay, cool. Ich will ihn nicht austricksen, weil die Chance ist so groß, dass sie abwehren. Deswegen, man kann ihn nicht einfach vorbeigehen und mit gutem Passspiel mit nach vorne arbeiten. Ich glaube nämlich nicht. Und ihr seid so doof, gegen die da zu treffen. Vollidioten. Voll Bobs, Alter. Mongo Stufe 3. Hast hochgelevelt oder wie? So, eins. Wenn es sein muss, dann machen wir halt den Trick-Scheiß. Das gibt's doch nicht, Mann! Ich ficke euch! So, Dida, nimm Dida bitte, nimm den. Boah, die gute Stimmung ist echt gekippt, wenn die so einen Scheiß hier abziehen. So, jetzt Loni, bitte! Ja!
Das hat mein Spiel gebraucht, dankeschön. Einfach mal blind drauf und fertig. Die ist da ungeblockt, das macht halt wirklich aggressiv. Das ist das FIFA-Problem. Manche sehen es als Anreiz vielleicht, aber ich hasse das. Wenn irgendwas FIFA nicht funktioniert, dann muss ich einfach ausrasten. So. Freunde, vorhin, ne, 1-4, ich war auch 1-4 hinten, wie ist ausgegangen? 1-5, so. Könnt aber wissen, wie es hier ausgeht. Könnt aber wissen. Ja! Danke! Boah, Ravelli, das war jetzt echt ein hartes Stück Arbeit, den Typ zu holen. Hilfe! 5 Minuten habe ich gute Arbeit jetzt. Was? Schon eine Stunde 25 rum? Wow! Die Zeit vergeht heute richtig schnell. Geil! Ist natürlich super, klar, ich freue mich. Wenn ein Spiel Bock macht, macht Bock, klar. Die Logik ist nicht zu überbieten. Und die Aufnahme wird auch noch länger gehen, wenn ich jetzt in Gamebreaker-Scheiß komme. So, mach 20 Gamebreaker-Tore. Genau. Also wer bei so einem Spiel nicht auf KO geht, auch bei 5 Gamebreaker-Toren, oder 4, 3, 7, 6, der ist einfach doof. Ganz einfach. So, Beasley, ganz ehrlich, verpiss dich. Ne, Moment, doch Beasley? Doch, Beasley war der Wichser, ja, verpiss dich. Du nervst. Okay, was haben wir hier Neues? Ah ne, das ist immer noch das Alte. Okay. Ich glaube, hier fehlt mir einfach das Geld wieder, die 2000. Ich glaube, vieles davon ist schon unlocked, aber mir fehlt einfach das Geld dazu oder so. Ich weiß es nicht. Na gut. 2 Tore in... Das ist ja geil. In Führung gehen einfach, das ist cool. Hier ist einfach nur 5 Tore schießen, aber ansonsten in Führung gehen. 3, 4, 5. Ja, ganz ehrlich, das mache ich ja, Alter. Wirklich. Aber sehr gerne. Oh, ja. Yeah. Nase. Einmal gecleared kurz und jetzt sind wir wieder da. So, Audio Option. Ich sollte vielleicht nicht dauernd Spiele restarten, weil das kostet halt doch Geld scheinbar wirklich. Also. Ich war mir dessen gar nicht bewusst, weil ich habe das Geld ja immer, aber. Ja. Sollte man nicht überstrapazieren. Und so schön ist, ich habe ja vorher gesagt, ich meine es ganz schön mal, ne? Ohne Game Record, ohne Punkte und alles, aber es ist auch nur mal ganz schön. Jetzt darf es auch gerne wieder weitergehen. Weil ich spiele ja FIFA Street und nicht FIFA 14 oder so. Zumindest nicht mehr FIFA 14. Das ist übrigens eine schöne Anekdote. Ich habe neulich FIFA 14 mal wieder angemacht. Einfach nur aus Interesse. Ich habe, also nach dem LP, ich habe FIFA 14 nie wieder angefasst. Ein paar Mal FIFA 15 bei meinem Bruder dabei gewesen. Aber ansonsten gar nicht. Und oh, schön. Und ich habe den Spielstand geladen und ich habe scheinbar nach Real Madrid nicht gespeichert oder so. Also ich konnte... Und ich habe versucht, das Real Madrid-Spiel nochmal zu spielen. Ja, allerdings habe ich 2-1 verloren. Das war ein bisschen ärgerlich, gebe ich zu. Na, dann mache ich halt nur ein... Oder nicht mal ein Tor. Ich hätte damit gewonnen mit dem Tor, ey. Fuck. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich war voll auf KO versessen. Da war jetzt die Besessenheit. Schade. Aber schön, dass Philipp Lahm dabei ist. Ist ja auch ganz geil. Jetzt Loni und... Leider nicht. Petr Cech. Oh, da hätte ich gerne mal gewusst, wie gut der ist. Hätte ich ja sehen können im Spielerauswahlmenü. Could have seen it, man. Could have seen it. Shit. Okay. Loni und... Also so nah von Torwart geht. Ich hätte rüber gespielt, aber Jakubo war gedeckt. Der hätte den Ball nicht bekommen. Ich meine, gedeckt meint ja überhaupt nichts in dem Spiel, aber er hätte ihn halt, ne? Und so. Oh, schön. Das Ding ist, wenn den Game Breaker kriegen und nur einen von mir austricksen, dann steht's einfach... Dann habe ich, glaube ich, verloren. Also wenn zwei von mir auftricksen, auf jeden Fall. Bei einem weiß ich nicht. Ah, schade. Hätte ich was gehabt. Mist. Mistiger. Dreckete Sau, da. Nichts mehr wasch das. Oh, Peter, bitte. Mach doch mal was für dein Geld hier. So. Mach mal Replay Rewind Selector. Ah, oh, schönes Tor. Dieses Spiel besteht aus schönen Toren. Ich glaube, deswegen macht es da so viel Spaß, weil die Tore. Es ist einfach geil.
Das ist Fußball zelebrieren in ganz hoher Kunst. Oder auf ganz hohem Level, könnte man ja sagen. So. Pacific, ey, B-Maker, danke für dieses Lied. Ist wirklich... Was hätte ich ohne euch gemacht in dem Spiel? Und an alle, die bei der GEMA ihre Musik angemeldet haben, lutscht mir die Eier. Nur mal ganz am Rande. So, Yakubu. Was? Yakubu? Aber du bist teuer, das will ich nicht. Na gut, dann lasse ich ihn halt gehen. Kein Problem. Ich krieg ja immer noch hier, ne? Ich krieg ja drei Leute jetzt hintereinander. Also bitte, Poborski erstmal. Wie gut ist der? 68, wow, das ist lächerlich. Den werde ich sowas von nicht annehmen. Marseille, der ist wieder mal da. War das Arne Fried? Ne, wer war das hier? Ach ne, es war Juli, okay. Juli. Der hat 76, sehr geil. Und Schweinsteiger hat ja mindestens mal 80. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass der nicht, also. Jawohl, 81. So, die beiden, das werden meine Hustler, sag ich da nur. Okay, drei Tore in Führung, machen wir. Ich habe nur noch vier Spieler im Team, das finde ich gut. Jetzt kann keiner mehr abhauen im Band. Ist schon mal was. Ich reduziere mich auf das Minimum, sag ich da nur. Prinz Bean shit. Und dann. So. Hello, hello, hello. We're live in Lonelyhausen to celebrate a little bit of football, man. Oh yeah, I really like that, man. Oh, I really like that. Oh yeah. Time to celebrate some football. Gut, das war, glaube ich, zu. Das war jetzt nicht mehr britisch, das war einfach nur noch behindert. Das war jetzt Spastika-Akzent oder was? So, drei Tore in Führung, kriegen wir locker hin. Ah, jetzt bitte, fick mich doch nicht so. Freunde, das finde ich nicht gut. Gut war das, jawohl. Kein Tor geschossen, aber hauptsache mal gut gesagt. Richtig. Ah, ja, und bitte. Wie konnte der nicht reingehen? Egal, dritt. Boah, das könnte ein verdammt schnelles Spiel werden, gebe ich zu. Wenn ich jetzt... Ich muss nur eine Sache machen. Gamebreaker, ein Typ austricksen, schießen, treffen, 2-0. Also zwei Tore, 3-0, so rum. Ja. Nicht, dass ich das nochmal mache. Also nicht, dass ich es wollte, aber bitteschön. Kein Problem. 300 Punkte noch. Komm, 300. Das mache ich doch. Das ist ein läppischer Trick und fertig. Wenn die jetzt ein Tor schießen, dann müssen es zwei Moves werden. Weil dann muss ich den halt natürlich ein Tor abziehen, um wieder mit 3 zu führen. Das war wack. Oh, die können mich meinen Gamebreaker kosten. Scheiße, das realisiere ich jetzt erst. Zum Glück habe ich einen überheftigen Banger im Team. Also, das klappt überhaupt nicht nur einmal. Was willst du denn? So. Ich hätte den zweiten gar nicht gebraucht, aber egal. Egal, egal, egal. Ich war wieder verblendet. Ich wollte gerade wieder auf KO gehen, bis ich gemerkt habe, oh, Loni, komm mal klar. Bob, Alter. Oh yeah, this was really Weltklasse. Ah, ja. Was heißt eigentlich Weltklasse auf Englisch? Mit Welt... World... Worldclass. Nee, wirklich, was? Don't add, verpiss dich. Weltklasse. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hab... Gedächtnislücke. Keine Ahnung. Funfact, mein Fenster war die ganze Zeit so... Also es war offen, aber angelehnt so. Hoffentlich hat es keiner mitbekommen, hier, diese Wackness hier. Nee, Quatsch, war ja ganz geil heute, also. Nächster. 5 Tore, keine Gamebreaker, kann gar nichts. Die verfallen in alte Muster. Soll mir aber recht sein. Ich habe Peter Crouch, der kann Kopfballtore schießen. Ich reduziere ihn wirklich ein bisschen auf seine Größe, ne? Ist das schon... Also sind das schon Vorurteile oder? Ich weiß es nicht. Mein Peter Crouch kann auch richtig draufhauen. Das könnte man auch wissen. Okay, cool. Also 5 Tore. Keine Tricks, kein gar nichts. Alles cool, alles locker. Einfach nur nach vorne kommen und dann drauf. Einfach nur drauf, drauf. Peter Crouch, bitte drauf. Oh yes. So, jetzt Flanke rüber und jetzt ist Peter Crouch da. Seine Schulter ist auf 3,70 Meter Höhe, das muss ja wohl drin sein.
Hallo, 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 hallo. Lass mich bitte mal. Would you fucking please? Can you fucking not, Alter? Oh, schade. Auch Pfosten, Alter, Junge, überteilt, Alter, die Bananas, wieder alles am Rasieren, Alter, Bananas. Banana. Fun Fact, der einzige Name von irgendeinem Trick, den ich kann, ist Banana. So Pot of Gold, das will ich nie, ich meine, ich weiß, die gibt es, aber erst wenn man sagt Pot of Gold, dann weiß ich ja. Over the Top kenne ich noch und Banana, das war's. Alles andere, no chance, kenne ich nicht. Get over it, ja. Ich mach die Tricks nur, ich hab sie nicht benannt. Was dachte ich da gerade? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da dachte. Na komm schon. Junge, rasier mich doch nicht so. Das ist nicht so geil. Junge, rasier mich nicht so. Rasier mich nicht so. Und ja, und... Schön. Kein geiles Tor, aber zweckmäßig. Einfach reingeschoben.